Also es ist doch schon recht groß. Und umso größer du sie machst, desto mehr Städte hast du. Desto mehr Städte können auch über diese 8000 Einwohner-Grenze kommen. Was halt im Endeffekt wirklich viel, viel, viel Simulationsaufwand bedeutet. Likaon sagt nämlich, ist schon eine Weile her. Dazu muss man sagen, dass die FPS so in die Knie geht, wenn man so reinzoomt. Jetzt hier draußen habe ich 25 FPS. Genau. Noch in der freien Wildnis, wenn du da halt Ja. ranzoomst, da hast du auch locker 35, 40 FPS, das ist kein Ding, oder Ich habe deswegen auch 60. anfangs habe ich immer 60 FPS, also. Aber sobald halt noch ein bisschen mehr los ist, wird es halt weniger und da kannst du nichts wirklich dran ändern. Du kannst halt noch ein bisschen gegensteuern, aber. Ja, da brauchst du schon echt Grafikkarten en masse, den besten und dann Bringt, auch mal nee, zwei. bringt alles nichts. Das Nicht. Wenn ist. nicht viel. Irgendwann bist du ja da auch am Arsch. Ja. Aber du Also, kannst halt noch mehr rausholen. ja, du kannst kriegst 1000 Einwohner mehr, aber das ist Witz auf der ganzen Karte. Also, wenn du da 50, 60.000 Einwohner hast, ja, 1000 mehr oder weniger ist. da kannst du vier Titan X haben, trotzdem gehen die immer runter. Und am Anfang fängst du halt an mit 200 Einwohnern in die Stadt und das läuft halt alles flüssig. Ja. Ja, aber das ist ja schon in meiner Steam-Wunschliste drin. Dann natürlich, du kannst hier halt noch Mods reinladen, das ist auch wieder wichtig, ne, wie sauber und ordentlich die gebaut sind und wie sehr die halt auch die Grafikspeicher belasten. Und wenn du halt viele verschiedene Züge langfahren lassen willst, ah, der ist cool, noch eine andere Lackierung und hier, dann müssen die alle, die ganzen Grafikdateien, als separat als in der Grafikkarte im Speicher liegen. Ja, Gerade wenn das das tut weh. gleichzeitig benutzt werden und ja, das tut dann halt weh. Das sehen manche nicht so richtig oder verstehen es nicht ganz, aber auch das beeinflusst mit die Oh ja. Performance. Das kann ich zu gut. Und Oder deswegen. Assetto Corsa zum Beispiel. Ja. Ein Auto Aber. gemacht gehabt und das war so schlecht programmiert. Sah gut aus, auf einmal das Spiel nur noch 20 FPS. Was? Wenn es zu viele Polygone hat und mit zu vielen Details drin sind, das ist halt. Naja, es war ja nicht, es war nicht, die Details waren ja das Schöne ja daran, aber es war einfach nur allgemein schlecht von der Performance, schlecht gemoddet und das hat den PC so ausgebremst. Ich laufe durchschnittlich mit 200 FPS bei Assetto Corsa. Und dann auf Hängt einmal beim 20. bei Modding ist es halt ne, wie wieder eine Mod, das ist ein Fahrzeug, ist ja aus Dreiecken aufgebaut. Und einfach zu viele Dreiecke verwendest, dann schafft das die beste Grafikkarte irgendwann nicht mehr. Und einfach gewisse Details braucht man nicht, weil man sie eh nicht sehen würde aus den normalen Spieleransichten. Also, man kann eben noch viel tricksen, das heißt, man kann auch mit über Grafiken und Texturen regeln. Da kann man sehr viel machen. Je nachdem, wie viel man davon ausnutzt und diese Kenntnisse bringen müssen, aber das ist auch flüssiger. Das ist das, was ich eben meinte, wenn man sich ein Mod runterlädt und dann wird der schon 100 Megabyte groß oder so, dann ist klar, dass der dann auch irgendwann den Grafikspeicher belastet. Zusammen mit anderen Mods. Und alles das, was man sich da runterlädt und installiert, das muss auch irgendwie in den Grafikspeicher geladen werden. So, Likaon meinte zu Grafik, Performance, ich spiele klein, mittel, und Transportfieber auf einem Laptop, der gerade mal so die Mindestanforderungen erfüllt. Also stell dir das nicht so wild vor. Das tut mir echt leid. Mit Laptop angefordert. Ja, es gibt einige. Doch, und ja, aber es hört nicht an den Mindestanforderungen dran, sondern im Mittelfeld, aber es läuft. Aber man muss sich Laptop ist natürlich ja noch was diesen anderes. 20 FPS, ja, man muss sich mit diesen 20 FPS mit einem großen Rechner. Naja. Und nicht mit 60. Ja, Ja, das ich ist weiß, da dann. muss ich einen Rückschlag zurücknehmen in Das meine Ego. ist immer eine Frage. Ist es essentiell? Ist es wirklich wichtig? Wenn ich die ja schon habe, dann sage ich, okay, das funktioniert nicht. Aber wir zuckern jetzt mit 15 FPS gerade so rum. Muss dazu sagen, das Stream ist nicht live. No, noch dazu, habt TS, habt den OBS-Stream noch an, habt den Stream selber noch im Hintergrund als Kontrolle laufen. Ja, okay, dass das Stream im Hintergrund laufen, das zieht richtig viel. Relativ Boah, dezent, sollte aber eigentlich das. nicht, oder? Ja, doch. Das Stream allgemein, also übertragen, ist nicht so schlimm für die Grafikkarte, halt nur für den Prozessor und Arbeitsspeicher. Also eigentlich sollte die modernen Grafikkarten sollten die Nee. Decodierung ohne Lippen X sehen kriegen. Ja.
Das ein bisschen Leistung zieht das ja auch. Das ist auch nicht so heftig. Also beim Gucken jetzt alleine zieht die CPU vielleicht 5% der Leistung. Allein im Browser jetzt. Nee. Da bin ich jetzt beim Browser, warte. 3%. Das ist nichts. Ja, siehst du, das ist nichts. Und ich hab vier Tabs offen. Das Gucken des Streams sieht nichts. Das ist eben das Geile, das wird alles über CPU, das wird GPU gemacht, das macht der Chip. Vorübergehend quasi, auch selbst die neuen modernen über H265, das ist quasi nichts mehr ist. Ja, ich hab bei mir die letzte 89 Ti-Reihe, also die allerneueste, die es dennoch gab, bis dann die 1000er Serie kam. 6 GB. Und die ist ja auch noch getaktet und bis alles und oben hin. Die ist ja. Erst so eine habe ich. Ja, ich im Monat, nicht nee, mal einen Monat später kam die 1070 los. Ich geb dir mal gerne die Hand, willkommen im selben Behindertenclub. Hättest du mal einen Monat gewartet. Ja. Jetzt habe ich mal einen SMI-Verbund getaktet. Ja, na gut, die ziehen jetzt auch noch jedes Spiel die Schuhe aus, locker blockig, aber trotzdem. Nein, nicht jeden. Transportführer nicht. Ich muss bei DC ja nicht schon Probleme, weil das lag an diesem verdammten Scheißspiel. Also, ich habe jetzt eine CPU-Auslastung von 39-40%, Arbeitsspeicher von 53%. Ja, muss man so sagen, ne? Multiprozessor ja, aber halt, also, das Spiel kann bedingt durch die Berechnung halt nur ein Teil auslagern. Machen aber die wenigsten Spieler, dass sie wirklich alle Kerne gleichmäßig auslasten können. Ja, du kannst ja über den Task Manager ihn ja noch bevorzugen, das Spiel. Bevorzugen schon, aber du kriegst halt, also es wird ein Tag dann komplett ausgelastet und die andere dann zur Hälfte oder so. Ja, du kriegst, er teilt sich dann noch, also er hat ja noch ein paar Reserven. Und wenn du jetzt nicht den blödsten CPU hast, ne, kannst du das ja auch locker flockig machen, weil die alten CPUs würden dann sagen, mach. Die würden dann einfach durchplatzen. Ab der ab i5, mit den i5, da passiert schon gar nichts mehr. Ja, also nicht ohne, wenn die CPU nicht komplett ausgelastet, das liegt halt daran, dass nicht alles Multicore tauglich berechnet werden kann. Ja, ich bin es gewohnt, hier nichts auszulasten. Ja, es geht also, naja, du kannst einen Kern, wird immer meistens in der Regel voll ausgelastet. Ja. Das ist so, und dann der nächste halt nicht mehr ganz, weil du kannst halt nur, die sind abhängig voneinander, die Prozesse. Und in einem Monat kann in dem Spiel nur beendet werden, wenn alle Berechnungen durch sind. Und dann natürlich sind die Berechnungen voneinander abhängig. Das wurde schon mal ganz heftig im Forum diskutiert. Ja, warum denn nicht Multicore und hier? Und manches funktioniert halt einfach nicht bei Simulationen. Du kannst zum Beispiel im Video natürlich Multicore berechnen lassen und dann alle Kerne gleichmäßig voll stopfen, weil da ist vollkommen wurscht, ob Bild 5 noch weiß, was Bild 1 gemacht hat. Aber ne, bei der Simulation ist halt wichtig, dauerhaftes Synchron. Ja, vor allem, was macht die andere Person, wer fährt da und wo will ich hin und was wurde da gebaut? Da hängt alles voneinander ab und da kannst du nicht einfach einen Teil irgendwie berechnen, also alles voneinander getrennt berechnen, weil es hängt ja doch irgendwie alles zusammen. Jeder Kopf wird berechnet von den Personen, ganz einfach, jeder Kopf, der gerade was macht. Ja, ist so. Jeder Kopf von den Personen, die da rumlaufen, wird von seinem CPU berechnet. Wo will er gerade hinlaufen, was hat er gerade vor, was denkt er, ne? Jeder kannst halt Person. Nicht Multicore berechnen, weil die alle miteinander abhängig sind, die Berechnungen in dem Spiel. Aha. Oder viele voneinander abhängig. Dann bringt ja auch kein 6 oder 8 Kerner mehr, weil. Nein, der reicht 4 Kerner. Definitiv. Es reicht auch 2 Kerner, wenn er hoch genug getaktet wäre. Ja, dann gönn dir mal eine Runde Wasserkühlung dafür, ja. Und mit leicht hier Stickstoff. Ich takte dir keinen 2 Kerner so hoch, dass er noch so gut berechnen kann. Nein, also du zeigst jetzt die alten 2 Kerner, aber ich meine, es reichen 2 Kerner dafür aus, ne? Ja. Also, ausgesetzt, sie sind natürlich so schnell wie die jetzigen modernen CPUs, aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. i7 bringt schon, kein Ding. Ja, habe ich auch einen Laptop drin, das ist schon geil. Ja, so aber er wird halt nie 100% ausgelastet. Und meiner ist ja halt von 4 GHz auf 4,5 hochgetaktet. Ich habe 2,2, aber. Ja, ich kann ja bis 4,7 ab zum Werk. Da geben sie mir auch volle Garantie, wenn da was passieren sollte. Falls. Da sagt das Werk, ja, du kein Ding, tauschen wir aus. 6 Jahre Garantie. Gönn ich mir, ja.
Und halte ich aber Wasserkühlung drauf. Mich juckt das nicht, ob der 0,5 mehr oder weniger hat. Rechenleistung habe ich halt mehr. Wenn ich die mal auslasten dann sollte. Ja gut, und dann gibt es noch einen Turbo-Boost, ne? Und dann geht er auf das 3,2 hoch und hat er dann... Ich hab keinen Turbo-Boost. Brauche ich nicht. Ja, du kannst ihn anschalten, ja, aber... Boah, das ist ein ganzes Gigahertz mehr bei mir. Also das macht ja, sich bei mir auch. Da wird gedreht, der Lüfter ein bisschen höher und das war's. Das Spiel läuft halt sogar. Fällt schon auf. Ich hab so viele Lüfter, ich krieg das gar nicht mehr mit, wenn da hochdreht oder nicht. Also im Laptop merkst du das natürlich, weil normalerweise dreht ihr nichts, du hörst nichts, das Ding. Ja, kenne ich nur meinen Laptop so. Sobald ich da was berechnet habe. Was... Nö, nur wenn eure Spiele laufen halt, oder ja genau, wenn das was läuft. Ja. Ich habe halt auf dem Laptop keine Spiele mehr. Das Thema hat sich erledigt. Kann ich klagen, als es läuft. So auch wenn das, was jetzt folgt, mit sowas muss man dann halt auch sehen erlaubt durch die Sachen. Nicht so wie in Transport Tycoon, dass es dann einen Crash gab, einen Unfall. Ah, ich sehe es gerade. Ja. Ja, aber gut, Unfälle wären hier echt nervig. Ja, das würde echt... Ich habe die auch schon damals in Transport Tycoon genervt. Ja. Ich habe versucht auszustellen, da gab es die DD-Patch oder sowas, ne, und dann habe ich die ausgestellt, wenn man nur genervt hat. Das hatte ich irgendwie fast nie. Also ich hab's ja auch mehr durch die. Hier sind immer die Flugzeuge abgestürzt, weil ich habe keinen Concorde benutzt. Ich kann auch die Concorde benutzt, muss ich natürlich sagen. Ich hab das oft genutzt. Aber vielleicht 10 Stück im Gebrauch gehabt. Was nicht ganz so schlimm war, ist mit dem Bahnhofscrash oder sowas, das konnte man dann irgendwie vermeiden, indem man drüber gebaut hat oder weniger Bahnübergänge und solche Sachen. Aber die Abstürze von Flugzeugen und diese Crashes dann irgendwann haben sie. Die Bahnen, ja. Das habe ich. Der gleiche Pferd. Ich sag mir dann immer, eigentlich raten sich die Fahrzeuge ja auch. Natürlich kann man eins ausfahren, aber auch wie die dann ausgefallen sind, das war einfach nicht mehr normal gewesen. Da ist auf jeder Strecke ein Fahrzeug. Naja. Ich hab immer meine Fahrzeuge gepflegt und gehegt wie mein eigenes Kind. Habe ich auch. Das sowieso. Was guckst du da hinten? Ich muss einmal ein bisschen hinter dir deiner. Ja. wie sind da? Pflege und Pflege und ein bisschen Fertigkeit. Ja. Du hast ja halt immer auf einem bestimmten Intervall zur Werkstatt geschickt. Wie viele Dinge haben wir? Ich rede von deiner Freundin, aber ja. Ja, ich denke, ja. Ich kann ja auch nicht. Was ist? Einmal Fly kontrollieren, bitte. So, also ich glaube, ich verprügel mich jetzt langsam. Ja, ich würde jetzt auch so langsam Feierabend machen. An Lika und nochmal zur Erinnerung, also ihr könnt ihr da gerne weiterhelfen, an den Sender etc. Ist immer noch in den TS eingeladen, Teamviewer etc. Da kann man eine Menge machen. Ja. Ja, Frauen fehlen hier im TS. Naja, nicht deswegen, aber ich Modelle, die sind so gebastelt, die sehen einfach super aus. Und das ist einfach, wäre einfach schön, wenn die schneller ihren Weg ins Spiel finden würden. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch schon mal ein Modell konvertiert fürs DLC und dann wirklich kompliziert, die immer aus diesem anderen Format halt rüber zu kriegen. Man muss so viel neu machen, dass ich fast sagen kann, lohnt es sich echt schon, die Dinger gleich neu zu bauen und oder gleich richtig zu bauen. Und jetzt auch so viele gute Ideen, was ich da bauen will. Das ist positiv, positiv. Also mit den Worten verabschiede ich mich jetzt erstmal. Jo, danke schön. Liebe Nitrana, wollte ich spielen. Den habe ich jetzt schon eine Stunde warten lassen. Ja. Entschuldigung. Ich hab ihn abgelenkt. Ja. Sorry, tut mir leid. War ja meine Entscheidung. Also, bis zum nächsten Mal oder so. Jo, wieder bis zum Jo, ich werde es auf jeden Fall schon mal annehmen. Ja. So. Seit 2 Stunden wollte ich eine Pause machen. Und... Hab's denn immer noch nicht gemacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine 10-minütige Pause und dann können wir nochmal weitersprechen, dann kann ich dir noch ein bisschen mehr von dem Spiel zeigen. Dann kannst du mir bestimmte Sachen fragen und dann zeige ich dir, wie das war. Aber ja, jetzt nicht... Bitte? Ich will es aber auch gleich weg sein. Okay. Sonst haben wir gleich jemand noch rum. Ja. Aber das Hauptwissen oder was ich allgemein wissen wollte, das wurde schon sehr lange schon beantwortet. Okay. Und ich
bin da ziemlich abgelenkt.